Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen LS-Projekt. Und zwar mit dem Physi. Hallo. Genau, das LS-Projekt, das man unter keinem besonderen Motto wie Animals, Forst oder Nostalgie, sondern ein reines LS-Projekt auf der Stappenbach in Oberfranken. Und zwar 2017. Ja, die Map ist absolut exklusiv, brandneu und vor Release. Also das heißt, die ist noch gar nicht draußen. Die wird wahrscheinlich auch noch ein Stückchen brauchen, bis sie raus ist. Das hier ist eine Beta-Version, muss man auch dazu sagen. Also eine Vorversion. Not final. Das bedeutet, es können noch Fehler sein, muss aber nicht. Aber dass wir es gesagt haben, nicht, dass jetzt hier irgendwelche, die Map ist ja nicht fertig. An der Map wird noch getestet und gearbeitet. Wir dürfen das Ganze schon spielen, euch zeigen. Und wahrscheinlich unglaublich schöne Stunden hier erleben, weil ich habe selten so viele Details auf einer Map gesehen, wie es hier der Fall ist. Ich glaube, man hat auch selten so viel Zeit und Liebe, was in einer Map steppt wie das hier. Es gibt Maps, die sind extrem geil. Die hier zählt definitiv dazu. Und wir werden sie uns... zu war schon besser. Gehen wir da rein. Und wir werden auf jeden Fall hier ein paar Stündchen verbringen und werden die Map spielen. Vielen, vielen Dank erstmal im Voraus, dass wir die testen dürfen, dass wir die spielen dürfen. Und es gibt unglaublich viele Sachen. Wir schauen uns einfach die Map mal an im PDA. Wir haben hier auf der Map 4 Höfe insgesamt. Davon sind 3 schon, sind 3 da. Einen müssen wir kaufen, das heißt, wir haben kaufbare Objekte. Wie zum Beispiel, ich glaube die BGA ist kaufbar, ein Hof ist kaufbar, es sind, was wollte ich jetzt sagen, Dings hier, Kompost ist eingebaut, also das heißt, es sind einige Mods auch implementiert, die Map ist auch Season ready, wir spielen es jetzt erstmal noch nicht auf Season oder mit dem Season Mod, vielleicht kommt das noch, ihr seht selber, wir haben 186 Felder, absolut hardcore. Wir können uns selber am Anfang entscheiden. Was? Was? Volle Pulle. Volle Pulle, ey. Aber warte mal, komm mal mit. Ganz kurz nur eben. Wo bist du denn? Was zeigen, ach, hier. Wo du jetzt hier weitermachst. Das ganze Details, ey. Wahnsinn. Ja, während du hier die Map so gekundet hast, habe ich hier schon mal Holz geschlagen, damit wir heute Abend warm haben, ne? Ach so, ja. Es wäre ganz cool, wenn das hier noch ein bisschen schön hinbaust oder so. Ja. Ey, und ich hab dir gesagt, ey, ich könnte schon wieder klatschen, ne? Ich hab dir gesagt, nicht an die Hauswand, das schimmelt. Ach so, ja, ich wusste das. Mann, ey. Der macht eine Folie dahinter. Ja, mach ich gleich noch. Ich komme da gleich nochmal eben zur Seite. Ey, ohne Mist, ey. Schon wieder keinen Bock mehr, ne? So, na gut. Sollte sich manchmal seine Mitspieler raussuchen. Hast ja nur noch mich als Freund. Oh, nice. So, in der nächsten Folge dann 10 andere Mitspieler auf der Stammbach, außer Physi. So, das ist die Map jedenfalls. Was wollen wir noch? PDA. Wir haben, wie gesagt, die Höfe. 3 hier mitten in der Stadt, in Stappenbach quasi. Dann haben wir einen hier oben noch. Wir haben sogar einen Agrarhof. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Komm mal mit hier. So, hier haben wir Baywa Agrar, ne? Baywa Agrar, blablabla. So, das ist der Hof hier. Das ist ein Agrarhof. Hier seht ihr schon überall, wo diese Schilder sind. Da sind kaufbare Objekte. Da kann man sich quasi, da kann man sein Geld dann loswerden. Was immer sehr, sehr cool ist, weil man hat was, auf was man hinarbeitet. Und das ist das Schöne an der Sache, ne? Meist sind kaufbare Objekte sehr teuer. Hier haben wir ein paar schöne Hallen, in die wir Fahrzeuge unterstellen können. Wir haben hier Silos, wir haben da oben noch mehr Hallen, wir haben hier eine Menge Platz. Der Platz ist für bestimmte Sachen vorgesehen, das sage ich euch gleich noch. Ja, hier haben wir so ein paar Big Bags rumstehen. Hier drüben ist noch ein Güllelager. Hier liegt ein bisschen Holz, da drüben liegt Stroh. Ach, es ist einfach unglaublich. Hier ist unser Hofhaus, unser Gebäude. Hier ist ein Trampolin. Guck mal, das funktioniert sogar für sie. Geh mal drauf. Ja. Nice, oder? Oh, gerissen. Ja, super. Ganz toll. Ey, sinnlos. Es ist einfach sinnlos. Rutsch mal. Okay. Wie gesagt, also ganz, ganz viele Details. Wir können jetzt immer noch ganz kurz hier hochlaufen. Da geht es nämlich noch weiter. Das ist ein Agrarhof. Der Agrarhof heißt... Angenommen, man spielt jetzt im Multiplayer, so wie wir das tun. Und wir würden uns jetzt ein Lohnunternehmen holen. Ne? Ein Lohnunternehmen, was uns hilft.
und so weiter, dann brauchen die einen Hof, dann brauchen die einen Platz und so, wo die sich eben ansiedeln können. Und das ist dieser Agrarhof. Hier kann man die unterbringen. Ne, hier könnte man sich ein Lohnunternehmen bestellen und könnte das hier quasi beschäftigen. Und das ist eine sehr geile Idee, muss ich wirklich sagen. Was auch ganz schön ist, kommst du mal mit? Wo bist du denn? Da, komm, wir hüpfen mal hier über den Zaun. Zack, Hose aufgerissen. Kennst du irgendwoher, ne? Und die erste Aufgabe, die du bekommst, ist hier mal ein bisschen Rasenmähen, Alter. Guck dir das mal an hier, das ist ein Urwald. Oh ja. Ja. So. Jemand Blaukorn durch die Gegend geschmissen. Übel, ne? So, genau. Und ja, so sieht's aktuell aus. Dann haben wir auf der PDA noch andere Sachen. Und zwar, wir haben hier oben ist noch ein Güllelager bei Feld. Oh, guck mal. Ne? Hier ist der Schlüpper von deiner Mama. also Rohl hat wohl ihre Tage. So, ja. Ey, guck mal, das Handtuch hier, Alter. Die hat eine Wäscheklammer an der Nase. Oh, ja. Weil du so stinkst, die hättest die Nase zu, Mann. Ja, ist klar, Spaß. So, hier haben wir den Händler übrigens, der auch sehr geil ist. Mal nicht der Standardhändler, sondern ein wirklich schöner Händler, total umdesignt, umgeskinnt und alles. Hier mit einer Werkstatt, hier einen kleinen Tank, also der Dieseltank. Hier wird gerade der Glasdrescher repariert mit TerraTrack vorne drauf und so weiter und so fort. Wirklich, also an Details gibt es hier unübertroffen viel. Also da würden wir gar nicht fertig werden, da wird ein 5 Folgen nicht reichen, da können wir die ganze Woche erzählen, was wir hier an Details zeigen könnten. Hier, meine lieben Freunde, ist das nächste kaufbare Objekt. Und wir hier ein bisschen jetzt... Werbung. Was sagst du? Hier ein bisschen Werbung. Für wen? Ja, LS Mod Company. Genau, das müssen wir auch mal dazu sagen, die Map wird es auf LS Mod Company geben. Die Map ist, also der liebe Kevin hat, Kevin K98. Ja. Wo steht das K? Für konkurrenzlos, keine Ahnung. Für Kevin. Kevin konkurrenzlos. Es ist wie, Manus der Schöne. Manus der Chlorreiche. Manus der Siegreiche. Manus der Unbezwungene. Manus der Unerbarmliche. Manus der Allseits Befriedigende. Da kannst du eigentlich raussuchen. Passen alle. So, was wollte ich sagen? Hier haben wir das nächste verkaufbare Objekt. Den Kompostmaster. Der Kompost ist hier direkt auf der Map schon fest mit verbaut. Wir haben jetzt wirklich hier in der Map... Weißt du, was ich cool finde? Nee, mich? Kann ich verstehen. Also, mal, wir haben... selbst wenn du das F1-Hilfemenü nicht anhast und du gehst an das Dingen, kommt rechts dieses Abfall-Diesel-Erzeugnis. Mach alles, das F1-Hilfemenü mal an und geh an das Dingen. Kommt das auch, aber... Nee. Die meisten gar nichts. Ohne. Obwohl. Also du hast aber oben links hast du nichts mehr stehen. Nee, also nee, hier ist quasi verbaut, dass sich das komplett alleine öffnet, ja. Wenn du rangehst. Ist sehr geil. Muss man dazu sagen, bin ich auch absoluter Fan davon. No. So. Ja, ich auch. Genau, und hier schmeißen wir eben Abfall rein und Diesel und dann geht's ratatatatui Kompost. So, wir werden nicht alle... Was? Ich weiß noch dich nicht da rein. Komm. Ja. So, kannst du, wenn du mal kacken musst, kannst du oben reinkacken. So, auf jeden Fall, was würde ich sagen? Wir haben jetzt hier insgesamt 4 oder 5 Mods nur im Ordner. Der Rest ist alles in der Map schon drin. Also wir haben jetzt hier noch den GPS-Mod. Oh, die musst du auch kaufen. Ja, 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 sicher, sag ich doch die ganze Zeit. Wir haben jetzt den GPS-Mod noch drauf und wir haben, was haben wir noch drauf? Drive-Controller haben wir drauf, das Kotte-Pack haben wir drauf, das ist zu empfehlen und das war's auch schon. So. Was kostet denn das? 145, ne? Boah, geil. Ja. Du kannst sogar einzahlen. Weißt du, du drückst jetzt hier oder drückst du was, weiß ich. Ja, ich habe gerade auch nur 500, aber bevor ich es wieder ausgebe, zack, zack, tust du schon 500 einzahlen. Ja, ja, einzahlen so. Quasi. Ja. Ja. Ja, das ist kannst, so toll. Kannst du immer deine 2 Euro von der Kneipe herbringen, wenn du beim Dart-Turnier wieder gewinnst. Ja. So, aber alle kaufbaren Objekte werden wir euch natürlich jetzt nicht zeigen oder gehen wir jetzt nicht erst durch, sondern wir schauen uns nochmal grob alles an. Was wir nochmal ganz kurz machen können, ist und zwar hier oben bei... Moment, wieso können wir da gar nicht hinspringen? Können wir zu den Feldern gar nicht springen? Ach klar, überall wo die blauen Dinger sind. Ich hab die blauen Dinger nicht. Du hast die nicht, dann schalt die doch an. Bei Filter, vielleicht hast du da das Ausrufezeichen aus. Hast du recht. Genau. Nur mal so zur Info, ne? Schalt mal Gras an. Die komplette Mittelstreifen ist alles Gras.
Das ist der Shit, oder? So, aber wir springen mal zu Feld 15. Ja. Bist du auch bei Feld 15? Ja, die musst du wahrscheinlich flügen, alle. Ja, das kann natürlich sein. aber ich weiß noch nicht so richtig. Wir können ja einfach mal hingucken. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann. Nee, hier bei hier leider nicht, oder? Warte mal. Hier gibt es ja auch Felder. Da kannst du den Mittelstreifen kannst du separat kaufen und dann sind die Felder 1. Ich glaube, du kannst den Mittelstreifen hier nicht kaufen. Den nicht, glaube, aber hier gibt es auf jeden Fall Felder. Kannst wo du einfach wegballern. Genau, wo du zum Beispiel jetzt 5 und 18 da den Mittelstrich kaufst und dann machst du daraus ein. Also hier Feld. Kannst du perfekt eigentlich zusammenlegen. Ja. Na gut, hier haben wir noch ein kaufbares Gülle-Lager, meine lieben Freunde. So, ganz kurz, da haben wir noch ein kaufbares Gülle-Lager, Moment. Warum wird denn hier ein Gülle-Lager eingebaut? 30.000, oh, viel zu toll. Oh. 30.000, genau. So, warte mal, das haben wir. 1.000 würde ich mir was Geileres kaufen als ein Gülle-Lager. So. Okay, dann switchen wir mal noch ganz kurz, Moment, und zwar switchen wir noch ganz kurz zu Feld 116. 116. Das klingt so komisch, oder? Hätte mal Feld 116, oh mein Gott. So, hier haben wir auch noch was Kaufbares, und zwar einen, ist, ja, was ist das, so ein kleiner Hof, nochmal, extra. Ne? Auch wichtig Gülle. Was? Bevor die Güllegrube überläuft, können wir externes Gülllager. Ja, also es ist quasi nochmal so ein Hof, wo man Gülllager hat, ein kleines Fahrsilo hat und nochmal ein paar Geräte unterstellen kann. So, dann, das brauche ich auch mal. Ja. Dann gehen wir nochmal zu. Ja? Oh, Manus, da kannst du gleich direkt mal eben hier die kleine Ölpumpe nehmen und dann mal eben hier die Scharniere neu einpumpen. Da. Ey, guck mal, komm mal her hier, komm mal zu Feld 106. Feld 106? Guck mal, hat's ja. Doch recht. Feldbegrenzung, ja. Ja, Feldgrenze kaufen. So, und bei Feld 106 gibt's auch nochmal so ein kleines Lager, was man sich kaufen kann. Und zwar für 75.000. Da ist einfach nur für Gerätschaften, wenn man eben noch Platz braucht. So sieht's aus. Okay, das erstmal so der Großteil zur Map. Wir schauen mal ganz kurz rein, was wir an Stadtequipment bekommen haben. Das sind 4 C-Tor-Traktoren, 4 Same-Traktoren, eine Menge Frontlader, Anbauzubehör, 4 Drescher mit Schneidwerken, 4 Anhänger, 4 Gruber, 4 Flüge, 4 Sämaschinen, 4 Spritzen oder 3 Spritzen. Gewichte dazu, passend in verschiedenen Größen. Wir haben den Ford Transit oder den Lizard Transit. Haben wir auch ein paar Mal, 4 Mal, um genau zu sein. Genau, und das ist eben das Startequipment. Also alles etwas öfter. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, switchen wir einfach mal. Was kann der überhaupt alles? Ich glaube, da kannst du sogar Paletten einladen. Also, es gibt hier übrigens noch, da können wir nochmal kurz hin. Und zwar zu Feld 70. So, da haben wir noch kaufbar. Irgendwo oh, wo ist das? Hier war jemand hier mit Photoshop unterwegs. Warum? Wir waren hier. Da wurde Astrei mit Pinsel gezeichnet. warte mal, wo ist denn hier der Kaufdings? Der Kaufdings à la Bums. Hier haben wir nämlich noch ein Sägewerk. So. Boah, das wäre doch was für unser Forstprojekt, ey. Ja. Das sieht man am Sägewerk aus, ne? So, Brennstoffe und Holzstämme kommen hier rein. Dann kann man Hackschnitzel und Bretterpaletten rausbekommen. Ne, das gute Sägewerk hier. Und nebenan direkt ist noch die Palettenproduktion, mein Lieber. Die können wir auch noch kaufen. Hier werden quasi aus den Holzbrettern die Paletten hergestellt. So. Glaube ich zumindest. War das jetzt hier nebenan direkt? Nee, warte mal. Ist das jetzt die Palettenproduktion? Nee, warte mal, die muss hier direkt irgendwo sein. Doch, Bretterpaletten. Und dann kriegt man Leerpaletten. Genau, hier kann man die Bretterpaletten hinbringen, dann kriegt man Leerpaletten. Genau sieht's aus. Sehr cool. Aber das finde ich auch geil, ne? Hier fährst du drunter mit dem LKW. Und dann kommst du hier. Und dann machst du.
So, und dann kannst du hier gleich den LKW entladen, ne? Das ist natürlich echt geil. Und kannst das dann gleich hier rüber da reinschmeißen. Ja, ist echt eine ganz coole Sache. So sieht's aus. Gut, das erstmal zur Map. Was wir jetzt machen ist, wir müssen irgendwie die 900.000 loswerden. Und das heißt, wir müssen mal auf oder ins PDA gucken, Füsi. Wir müssen erstmal einen Stadthof festlegen. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Also wenn du mal in das erste Fahrzeug switchst. Genau, das wäre der erste Hof in dem Sinne. Nee, das ist der zweite Hof. Also das ist eigentlich Hof 2. Wir können mal gucken, ob wir irgendwie hier hochkommen. Da ist nämlich Hof 1. Komm mal mit. Das Schweine. So. Es gibt auch Rindermast, es gibt eine Schweinemast, also Schweinebetriebe. Ach, es gibt alles. Es gibt zwei BGAs, die kann man kaufen. Schafe natürlich. Ja. So sieht's aus. Hier müsste eigentlich... gerade, warte mal. Hier irgendwo muss Hof 1 sein. Das ist Hof 1, glaube ich. Ja. Genau. Da sind hier gerade aufgepoppt. Ist gerade was aufgepoppt. Das ist Hof 1? Das ist Hof 1. Das ist schick. Rohstoffe. Mutterschweine, genau. Also, Schweine ist auch interessant. Mutterschweine, Wasser, Kartoffeln, Stroh. Futtergras, Mischfutter, Silofutter. Dann kriegt man Mist, Gülle und normale Schweine raus, ne? Auch interessant. Man braucht Mutterschweine. Bin gespannt, wo man Mutterschweine kriegt. Das ist Hof 1, das andere war Hof 2, ne? Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zu Hof 4. Also überall steht an jedem Hof auch schon, deswegen haben wir alles relativ oft. Ne? Also alles dreimal oder viermal. Weil wir eben diese verschiedenen Höfe schon haben. So, und man theoretisch mit mehreren Leuten hier auf den Höfen spielen könnte. So. Oder jeder seinen eigenen Hof. Guck mal, das ist auch noch ein Hof hier. Das ist ja auch ein Projekt. Jeder seinen eigenen Hof. Das können wir eigentlich so machen, ey. Da bin ich nicht Sackwalze endlich los. Da kannst du spielen, wie du willst. So. Ja, Hof 1, 2 oder 3. Da würde ich aber sagen, das schreibt ihr mal in die Kommentare, welchen Hof wir oder auf welchen Hof wir anfangen sollen. Und dann schauen wir mal, je nachdem kaufen wir uns mal ein paar Felder und fangen mal an. Jeder Hof hat wie gesagt Schweine, da werden wir vielleicht sogar beginnen. Dann schauen wir nochmal ganz hoch, ganz kurz zu Hof 4. Der ist, Moment, Feld 27. Nein, ich möchte gerade nicht mit dir reden, Siri. Feld 27. Da müsste eigentlich Hof 4 irgendwo sein. Ich glaube, hier drüben ist der. Ah, guck mal hier. Den können wir nämlich kaufen, meine lieben Freunde. Warte mal, was haben wir hier erstmal? Reiche Rinder. Hier können wir einen Rinderhof kaufen. Für 600.000 Rinderzucht ist das. Und hier drüben ist aber auch nochmal alles eingezäunt. Das sollte dann der eine kaufbare Hof sein, was auch wirklich der größere ist von den vier Höfen. Hier ist die Schweinebude. Die ist auch etwas größer, wie ich sehe. Hm. Die Frage, wo kauft man den Hof hier? Mal ganz kurz hier vorne schauen. Ist zu. Tja, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wo ist, irgendwo hier muss der Kaufträger sein. Aber es ist absolut unglaublich. Also da muss man mal ein riesengroßes Lob aussprechen. Und ich denke, das kann man, da könnt ihr auch mal ein Däumchen da lassen. Aber hier kann man doch reinfahren ganz normal. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber das ist nur die Schweinebude hier, oder was? Ja. Genau. Was ist denn hier drüben noch eingezäunt? Oder sind es nur Lagerhallen dann? Oder ist es die BGA? Die ist ja hier oben auch nochmal extra. Frisi, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Es gibt ja auch drei Wasserentnahmestellen noch. Das sieht mir nach einem Hof aus. Das ist der Hof. Nee, das ist die BGA, glaube ich, oder? Nee. Nee, das ist die Schweine. Das ist die Schweinezucht.
Das ist die große Schweinezucht hier. Die muss man, glaube ich, nicht kaufen. Ne, die ist da. Ne, doch, die muss man auch kaufen. Links und rechts und überall. Überall stehen ja diese Dinger. Wo verdammt noch was sind die Kaufzimmer? Ah, hier ist die BGA. So, hier kann man die BGA kaufen. Es ist der absolute Wahnsinn, wie detailliert das alles ist. Biogasanlage ist 625.000. Ah, davon ist noch ein Kaufträger. Bin mal gespannt, was das ist. Da kann man hier oben einmal den Hof kaufen, die BGA kaufen. Da hat man natürlich alles zentral, ne? Und hier hat man den Schweinehof. Okay, ein richtiger Schweinehof. Herz für Schweine steht dran. Dann gibt es hier nochmal einen anderen Hof. Na gut, aber so sieht es erstmal aus. Ihr lasst uns mal das Däumchen da. Ihr schreibt mal in die Kommentare, mit welchem Hof wir anfangen sollen. Und schreibt mal, wie ihr die Map findet, ob ihr da auch Bock drauf habt. Wie gesagt, die wird bald für alle zur Verfügung stehen. Auf Mod Hub dann. Und ja, dann schauen wir weiter, ne? Dann sagen wir mal, wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, ab wann es also dann so richtig losgeht. So, hier ist da noch was. Hier kann man noch was kaufen. So, was haben wir denn hier? Was haben wir ja? Achso, hier war die Rinderzucht. Na gut. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Physi steht auch in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall bei dem Bobo auch vorbei. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin, vielen, vielen Dank, Kevin, fürs Verfügungstellen und natürlich an das Mod Company Team. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.